Eating. Gut, jetzt sind wir im Prinzip wieder da, wo wir vorher waren, nur dass wir ein bisschen schlauer sind. Eure Gruppe wurde besiegt. Mich auch. Gleich wieder rein in den Mist. Meine Güte, 50 Minuten für einen Arsch. Bla 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 bla. Weiß es doch. Gute ist, jetzt wissen wir grob, wo wir lang müssen und können das jetzt besser machen. Gezielter rangehen. Aber das mit dem, dass die den auch angreifen, ist erstmal fies. Vor allem, dass es so spät auch gesagt wird. Ja. Boah, jetzt wissen wir es ja. Jetzt, bevor wir den ersten Hebel außerhalb aktivieren, werden wir dann, einfach mal da oben langlaufen. Vielleicht kriegen wir dann die Bonusmission hin und dann, ne? Schauen wir mal. Man muss jetzt einfach Knochen strecken. Ganz richtig. So. Da hinten ist ja nichts, das wissen wir ja. Gut, ich zaubere hier. Ja, passt mal. Da komme ich direkt dann auch mit, ja. Wow, vielen Dank für nichts. Aber vielleicht hat das nicht so eine gute, Moral wie vorher, aber vielleicht hat er uns auch. Wenn wir dafür schnell vorankommen. Sag mal, wie viele Millionen Tauben kommen hier jetzt plötzlich? Das ist ja nicht so cool. Wenig Energie, aber wow. Dann machen wir es halt gleich zwei. Hauptsache, wir haben erstmal die Sätze voll. Dann können wir es jetzt gleich immer noch erhöhen. Okay. Goldmünzen, so, let's go. Einmal Heilung, bitte. So. Glücklicher Schwarm, juhu. Einmal Heilung, bitte. Nochmal heilen, so. Zack. Und. Weil wir kriegen ordentlich Moral wegen den ganzen Technikern hier. Stimmt ja. Kriegen wir ja ordentlich Moral. Ja, den Techniker hier. Den machen wir natürlich auch kaputt. Ja, und dadurch wird dann nur dahin gefeuert und dann trauen sie sich dann weiter. Okay, verstehe. Hallo, geht da mal hin? Danke. Den Stein gibt's erweisen, den greift sie mal schön an. Alles chillig. Aber ich hab's euch ja versprochen, also hier, dass Titergipfel nicht ganz ohne sind. Und ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Jetzt der blaue Stock, der ist jetzt natürlich nicht so interessant, aber. Langgehen. Ich glaube, das bietet sich an. Dann gibt's hier mal einmal, okay? Okay. Mach mal kaputt. Danke. Nicht genug Energie. Das wusste ich aber. Gold. Ja. Habe ich eigentlich noch was, wo ich erhöhen kann? Ah, Könnte natürlich versuchen, meine Todesmagie hier hochzuhalten, dass meine Leute besser funktionieren. Aber umgekehrt, die Blutmagie als Heilung verwende ich ja eher weniger. Die verwende ich ja eher weniger, das ist ja Blutmagie, als Potenzial kaum. Verwende halt wirklich hauptsächlich die Todesmagie. Kann ich das hier runternehmen? Nee. Schade. Ein Level-Up ist jetzt auch nicht so in greifbarer Reichweite, sag ich mal. Nein, ich könnte zur Not auch noch meinen Feuerteufel holen, aber der greift halt alles an, was sich bewegt, und das ist halt auch nicht so cool. Aber ich bin schon beträgt eine Stunde. You don't say. Mach die Mission nicht zu lang, dann möchte ich die nicht zu viel. Nun gut. Aber wir sind ja jetzt auch das zweite Mal drin, aber die Stunde hätten wir wahrscheinlich trotzdem geknackt, muss man sagen. Die hätten wir vermutlich trotzdem geknackt. Naja, aber dann habe ich jetzt ein paar Parts mit der Mission hier. Dann kriegen wir jetzt ein paar Parts hin. Goldmünzen, let's go! Den Axtschwinger, let's go!
den Aktienplatz, mach ihn glatt. Einfach so richtig schön, zack, drauf und fertig. Ja, wollte man sehen, sehr schön. Immer gern gesehen. Das ist nochmal ein Abzughebel, alles klar. Und die Axtschwinger, das wird man natürlich auch nicht sehen. Die Magnetscheinwerfer erstellen das nochmal schön. Technical, let's go! Ein Moralschub allererster Sahne. So gefällt mir das. Sind doch Kunstruhe-Türen wieder mit. Ja. Aber das ist okay, das darf ruhig. Darf ruhig. Kostür unten in unserem Weg. Ja. Da ist wieder der Knochenbrecher. Muss auch nicht die Schädel spalten. Oder so. Oder vorher irgendwas mit Schädel. Da kann ich mich da. Naja, was soll's, ist okay. Ich hab eh langsam Zeit für neue Dinge, oder? Bin schon ein bisschen ausgelaugt. Ein bisschen überzeugen, was ich kann. Mein Putzhund ist hier dabei. Da seht ihr, die oberen Verlieren schon deutlich schneller leben als die unteren. Ihr seid die Verwesenheit, ne? Das sind halt der Pudel und die Verwesenheit. Das setzt einfach den Verwesungsprozess ein und dann verlieren die schneller leben. Ist doch ganz logisch. Ganz, ganz logisch ist das. Gut, dass ich da ist was falsch. Ja, 20 Goldmünzen, ja, ja damit. Ja, wir wissen ja, hier ist dann irgendwo der Start der Bonusmission. Deswegen, das kommt zurück, okay. Wir gehen erstmal nach hier links. Dann ist da rechts nämlich hier unser guter Freund, wie meine guten Freunde. Aber dass die vergiften können, ist ein bisschen nervig. Muss ich schon mal so sagen. Das ist nett, nett. So, schön heilen. Bin ich dann wieder hier, ne? Hey, nein, nicht. 9 holen, wenn ich euch ständig heilen muss. Aber ist okay, dann holen wir uns die 9 auf den Rückweg. Bring ihn kurz an, zurück, bam, fertig. Heiß ist. Ist dann alles, ist da unten der Ruhe, da oben sind ganz viele anderen. Hier, Stone Ledge. Oh ja. Oder gibt der sich ständig schnappen lässt. Ha? Ich hab vielleicht ein Pech. Nee, bla, 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 komm mit. Komm einfach mit. Kommst du mit? Hallo, willkommen. Er kommt. Wieso sollte es hier nach rechts gehen? Warte. Wenn es hier anscheinend nicht weitergeht, wieso? Das ist nicht irgendwie so. Keine Ahnung, wieso geht's hier lang? Ja, hier ist ja nichts. Ganz offensichtlich. Also, naja, egal. Lassen wir mal diesen Höhlenteil sein. Ist hier links. Der Typ gehört erst mit uns mit. Stone Ledge, oder? Ich meine, ich hätte es ja schon gesehen in diesem Getümmel. Ja, er läuft gerade mit uns mit. Das ist alles gut. Was soll es sein? Ah, das wird der Ruhe sein, der da drüber gepasst hat. Ich teste uns nochmal. Ja, na gut. Wir haben halt trotzdem auch schon wieder eine achte Moral, also, ja. Hm? Und schön. Und schön. Gehen wir nach links? Da rechts brauchen wir nicht. Oh, das sind ganz viele Steine zu weisen. Ich muss jetzt einfach überrollen. Ich hab's schon. Okay, ja, da haben wir den ersten rein. Okay. Okay, okay, okay. Den haben wir gerade nochmal gerettet. Aber nicht für lange. Okay. Ja, gibt euch mal gegenseitig auf die Schnauze dann. Ist okay. Gib mir die Karten. Gib mir halt sowas von den Karten. Nein, Schneewolf, tu's nicht! Nein, nicht Schneewolf! Bring dich nicht um! Lern Karten lesen! Hey, was? Okay. Wir haben hier ein paar Steingipfelweise, die hier ein bisschen nervig sind. Aber das ist okay, das ist okay, das ist okay. Aber wir kriegen gleich wieder zweimal Moral. Ist nicht dann gut.
wenn der jetzt eines dieser Tore aufspringt, dann krieg ich die Krise, weil der haben wir vorher sogar auch gepackt. Ich würde es mir zutrauen, dass ich packe. Weil ich packe gerne mal. Ja, Moralschub. Nun gut. Ist okay, wir. Nachtschatten. Ja, da haben wir wieder unsere Nachtschatten hier. Versucht einen festzunageln. Nee, nee. Okay, mach die beiden zuerst. Nach Möglichkeit. Ich glaube zumindest die Nahkämpfer, die hören halt so ein bisschen auf einen, was sie angreifen sollen. Ich habe das Gefühl, dass die schon durchaus auf das gehen, was ich an mich sehe. Eating. Gut, jetzt sind wir im Prinzip wieder da, wo wir vorher waren, nur dass wir ein bisschen schlauer sind. Denke ich. Ich glaube nicht, dass... ich glaube, der Urik, der läuft ja erst weiter, wenn wir hier diesen ersten Hebelmechanismus bedienen und quasi gelernt haben, wie das zu funktionieren hat. Und ich glaube, erst dann wird der Urik weiterlaufen. Das heißt, wir können jetzt mal hier entlang laufen. Schauen, ob wir da was machen können. Dicht ist richtig. Ich hoffe. Ich hoffe doch. Ich sitze jetzt schon seit über einer Stunde und 10 Minuten an dieser einen Mission. Ich will jetzt auch endlich mal zum Ende kommen. Ich will jetzt endlich mal zum Ende kommen. Glaubt ihr mir das? Ich hoffe doch. So. Ah, jetzt komm. Eure Gruppe teilt sich folgendes. Nee, nee. Die Gruppe bin ja quasi nur ich. Komm hier nicht weiter? Ja, wow, danke. Danke für den Hinweis. Nun gut, Schalthebel. Aber ich hatte recht, also ich muss erst quasi hier diesen ersten Mechanismus lernen, wie das Ganze funktioniert. Ja. Halt ist mal da. Nee, okay. Ich würde dann fallen gelassen und dann kann ich ihn mal neu aufheben. Alles klar. Alles klar. Die wurden aber auch gut von der Heilerin hochgehalten, ne? Müsste ich am besten den mittleren als nächstes tun? Nee, mit dem Oberen, ist okay. Darf ich bitte mal durch? Hallo, aufmachen! Hallo, aufmachen! Meine Diener laufen aus! Ich bin schon über dem Verfallsdatum. Über dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Hallo? Hallo? Erdemauer aktiviert, ich hätte es gleich ein. Nein, ist okay. Aktiviert, bevor der angegriffen wird. Okay. Dadurch, dass ich vorhin dann doch dachte, okay, dann schon mal da ausgelangt, obwohl es dann nicht lang geht, habe ich mir natürlich hier auch Zeit genommen, die ich jetzt natürlich habe. Ich habe, glaube ich, jetzt kaputtes Dino. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. So, und jetzt nehme ich zuerst den unteren Hebel, der keine Leute dabei hat. Halte für eine gute Idee. Ach, die greifen da oben dran. Okay, dann kämpft ihr mal. Ich mach dabei den ersten Hebel, der jetzt ein bisschen abseits ist. Einfach bleiben. Mit dem Hebel. Jetzt kämpfen wir mit dem oberen. Bitte, das war jetzt nicht. Schade. Ach, die kriegen jetzt nicht wieder alles. Ich mach die noch sehr schön. Sehr schön. Ich bin zum Hebel, ich mach das schon. So. Mit dem Hebel zurück. Danke. Ja. Jetzt hier den Heuler.
Der Weiße macht Probleme. Der Weiße macht den Weißen. Der macht Probleme. Macht den Weißen. Der wird uns solche Probleme bereiten, ich sag's euch. Hä? Wo kommt der Schaden jetzt auf einmal her? Dann zieht euch mal zurück hier ein Stück. Verdammt, ich kann die Alesia nicht heilen. Jetzt haben wir wieder dasselbe Problem wie gerade eben. Hä? Was zum... Wo kommt die rechts bitte her? Ja, wow, ich weiß. Der Fuck. Keine Chance, ey. Red nicht wieder, bitte, bitte, Alesia, bitte, 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 bitte. Alesia, irgendwer. Sorry. Es ist doch nicht mehr lustig. Ich mach das jetzt anders. Tschüss, Blutmagie. Du kannst nicht mal Todesmagie hoch. Jetzt den Rest wieder in Blutmagie. So. Und rein in den Mist. Ey. Es ist nicht mehr feierlich. Es ist einfach nicht mehr feierlich.